Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outcast, A New Beginning. Ja, wir müssen uns, glaube ich, beeilen, weil da hinten ist unser Ziel schon in Bewegung, wenn ich das richtig sehe. Oder? Was ist doch hier? Hä? Moment. Jetzt bin ich etwas irritiert gerade. Weil da oben fliegt jetzt der, also fliegt unser Baby, ne? Hier, wie haben wir es jetzt genannt? Gertrude, glaube ich. Und es wird mir aber nicht angezeigt, dass die irgendwie angegriffen wird oder so. Oder sitzen die schon bei ihr auf dem Rücken? Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Oh, das ist nicht euer Ernst jetzt hier. Ich dachte, wir könnten die vorher besiegen. Aber jetzt ist der Pfeil weg. Und alles nur, weil ich einmal zwischendurch nicht drin war. Oder wie verstehe ich das jetzt hier? Das ist ja super. Naja, wir geben unser Bestes, um unser Baby hier parasitenfrei zu machen. Er hat das ja gut erklärt. Er hat ja gesagt, die setzen sich bei ihr auf dem Rücken und, ne? Frage ist, kann ich irgendwie da drauf springen? Ich hoffe mal, dass die immer die gleiche Route hier abfliegt. So, wo ist sie denn? Gertrude! Gertrude, komm mal ein bisschen tiefer. So kann ich doch nicht schießen. Huch! So was recht nicht. Scheiße. Ach komm. So war das nicht gedacht. Jetzt bin ich hier in der Gülle drin. Moment, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Jetzt muss ich erstmal wieder... Ach komm. Ich brauche irgendwie einen hohen Punkt, von wo aus ich schießen kann. Ich merke das schon. Ich weiß aber nicht, ob der Punkt, wo ich jetzt gerade war, ob der jetzt so gut war, weil da war ich halt da drunter. Ich probiere es mal mit der anderen Seite. Da kommen wir zwar höher, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch, da kommen wir auch links rum. Frage ist, kommen wir dann... Ja, ihr guckt alle so doof hier, ne? Statt dem armen Kerlchen mal zu helfen. Also der armen Kleinen mal zu helfen. Gertrude, ich komme. Moment, jetzt ist sie darüber. Die muss doch irgendwo eine Position haben, wo sie mal eben stehen bleibt. Jetzt ist sie wieder über mir, oder was? Diese Kamenei belästigen den Galenta. Ich sollte sie beseitigen. Ja, ich weiß. Versuche ich ja schon die ganze Zeit. Wo ist er? Und hinter mir ist irgendwo noch einer. Ah, zwei. Wo ist dieses Mistvieh? Na? Traust dich nicht mehr, ne? Gertrude, es tut mir leid, dass ich auf dich geschossen hab. Alter, das war's. Du bist sicher. Vorerst. Heieieiei. Ist das ein Chaos hier? So. Wollen wir hier trotzdem mal ein bisschen abfedern. So, die sind alle runtergefallen. Das ist auch sehr schön. Also alle weiß ich nicht. Hier ist nichts mehr. Mit dir können wir noch mal kurz sprechen. Danke für die Hilfe, Kurek. Ich hab's geschafft! Das ist eine riesige Entdeckung! Ich weiß immer noch nicht, was in Prokriana passiert ist. Frag die Dolotai-Wächterinnen! Sie wissen es! Gute Reise, Kurek. Nein, du bist nicht zu leise! Ich muss aufbrechen! Oh, er geht wieder, schade. Aber okay, was ist mit dir? Oh, der hat, glaube ich, mehr als genug jetzt hier. Wie geht's, Mor? Hast du schon neue Pflücker gefunden? Keinen, der so gut ist wie Dark. Ich habe ein mieses Gefühl wegen Hatsu.
Ist er ein schlechter Verlierer? Er ging aus Furcht ins Exil, nicht aus Würde. Er weiß, dass die Invasoren mit Gewalt zurückschlagen werden. Doch ich kenne Hatsu seit vielen Monaten. Er wird zurückkommen, um sich zu rächen. Was ist mit dir? Hegst du keinen Groll? Du wolltest immer Häuptling werden. Ich wollte immer nur den Respekt der anderen Talaner. Dark kam aus den Wipfeln, genauso wie ich. Er gab mir neue Verantwortung. Er hat meine Unterstützung. Neue Verantwortung? Dark hat mich mit der Zucht der Quarz beauftragt, der Kotzpflanze. Wir züchten sie jetzt in den Wipfeln, damit der Galenta sie leichter erreichen kann. Doch es gibt leider ein Problem. Was ist das Problem? Quarz überdauern viele Zyklen, doch sie wachsen nur während der Regenzeit. Wenn wir das Wachstum beschleunigen wollen, brauchen wir mehr Wasser. Keine Ahnung, wann es zuletzt auf diesem Planeten geregnet hatte. Wie lautet Plan B? Asan versuchte einer Ventilope beizubringen, Wasser aus den Seen aufzunehmen und es auf die Pflanzen zu spucken. Doch Ventilopen sind wild und Asan ist kein Bändiger. Er bedrohte das Tier mit seiner Waffe. Ohne Ergebnis. Klingt nach einem absoluten Reinfall. Nun ja, die Ventilope ist weg. Asan schoss auf sie und sie flog davon. Kannst du diese Vögel nicht von einem Profi zähmen lassen? Um eine Ventilope zu zähmen, braucht es viele Monde Übung. Und eine Ventilope. Und die sind in Emea selten. Asan hatte nur zufällig eine gefangen. Er wollte auf etwas völlig anderes zielen. Als Kind brachte ich unserem Papageien bei, den Klang einer Türklingel zu imitieren. Meine Mutter ist durchgedreht. Mehr weiß ich allerdings nicht über Vogeldressur. Weißt du, wo ich einen Experten finde? In Zappa sind sie recht erfolgreich damit, Ventilopen das Fischen beizubringen. Ein Bändiger von dort könnte ihnen beibringen, unsere Pflanzen zu bewässern. Sorkins sollten kein Problem sein, wenn du mit Zappa einig wirst. Hier. Zu einem Ausflug an den Strand sage ich nicht nein. Ich finde schon jemanden. Vielleicht verleihen sie sogar Surfboards. Gib diese Sorkins nicht zum Vergnügen aus. Kriege ich hier nicht mal einen einzigen Tag Ruhe? Mann. Bis später, Mo. Viel später, okay? Och Mann, ich wollte kein neues Ziel haben. Ich dachte, ich könnte noch mal kurz mit ihm quatschen und dann machen wir das mit der Waffe oder sowas. Jetzt stehen wir wieder da und können das jetzt schon wieder nicht machen. Moment, das halten. Ja, die Frage ist, ach so, hier unten? Nee, das war das mit der Ausrüstung, was ich ja eigentlich machen wollte. Das war der Schrein. Und das, was er mir jetzt gegeben hat? Geheimnis finden. War das jetzt das, was er jetzt gerade meint? Bon Appetit. Wer hätte gedacht, dass der immense Appetit doch um die Früchte unversetzt und es kann einen Weg finden, Lieblingspflanzen, Baumkronen zu züchten. Ja, das sollte das ja sein, ne? Die anderen, ja, ja, die anderen sind ja gemeistert, genau. So, Mission ansehen, zack. Orten. Ach, das ist ganz woanders. Ach du Schande. Okay. Ich habe das Ding noch nicht repariert da oben, oder? Das wollten wir eigentlich auch noch machen. Ah, ist das blöd. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir erstmal uns um... Also warum das hier immer noch leuchtet, weiß ich nicht, weil das haben wir ja eigentlich schon durch. Ich würde aber sagen, dass wir uns erstmal um die Waffe oder... Was ist denn das für ein Zeichen mit dem roten? Außenposten. Ach so, ja, die Waffe kriegen wir dann mit dem Außenposten. Verstehe. Kann ich da nicht weiter ranzoomen? Ich würde nämlich gerne... Na gut. Da markieren wir den Standort jetzt erst. Das andere, ist das denn auch noch markiert oder ist das weg? Nee, das ist da nicht mehr drin. Müssen wir uns merken, dass wir das danach dann wieder einstellen. Und ich wollte auch noch mal kurz was zu dem... Jetzt muss ich aber doch noch mal kurz gucken. Moment, wenn wir jetzt hier ganz links den Weg rumgehen... Achso, dann kommen wir zu dem Teil mit den Dorfwächtern. Naja, oder wir gehen da als erstes hin. Mal gucken, weil das jetzt direkt auf dem Weg liegt. Also Dorfwächterinnen.
Wie gesagt, was ich sagen wollte, dass der sich wahrscheinlich rächen wird. Davon gehe ich aus, weil wenn man jetzt mal von den normalen, üblichen Handlungssträngen, sage ich jetzt mal, bei so einer Geschichte ausgeht, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass er sich mit dem Menschen irgendwie zusammentut oder so und sich dann insofern rächen wird. Ich hoffe es nicht, aber ich gehe trotzdem davon aus. Ja, das ist direkt vor mir. Moment. Dann mache ich mir jetzt hier mal die Markierung hin. Auf der Seite. Ach, da. Die Frage ist, sind hier Gegner? Wovon ich mal ausgehe, leider. Hier sind Vögel. Greifen die mich an? Das muss der Phandasma-Schrein sein. Von dem. Was ist dein Phandasma, Leas? Wir Dolotal-Wächterinnen sind mit dem Fey-Phandasma gesegnet. Diesen Weg haben die Jods für uns bestimmt. Was ist deins? Bei uns gibt's solche Sachen nicht. Alle haben ein Phandasma. Warst du schon beim Phandasma-Brunnen? Ich glaube schon, ja. Kommt mir wie ein anderes Leben vor. Keine Ahnung. Betrachte es als einen neuen Anfang. Ja, ich denke nicht zu lange über Dinge nach. Ich bin eher ein Action-Typ. Deshalb brauchen dich die Talana Ulukai. Nebenaktivität gestartet. Zeitlimit. Folge dem Licht. Welchen Licht? Ach so. Auf Kamina kann ich gerade verzichten. Oh, nee, komm. Och, komm. Wie kommt man denn da hoch? Jetzt willst du mich doch veräppeln. Nein! Alter. Und dann wieder zum Tempel, oder was? 10 von 10 Punkten. Ich hab's geschafft. Wie es scheint, hat das Phandasma irgendein altehrwürdigen Mausoleum geöffnet. Lass mich es dir beschreiben. Ich sehe, wo du bist. Einer der Phandasma-Schreine. Du bist in ihm drin? Yep. Gelobt seien die Jods. Wir wussten, dass Phandasma-Schreine wichtig sind, haben aber nie einen Weg hineingefunden. Ich kann's kaum erwarten, Emahid davon zu erzählen. Die Altehrwürdigen haben uns offenbar etwas hinterlassen. Cool. Es gibt weitere Phandasma-Schreine auf ganz Adelpha. Wenn du diesen öffnen konntest, kannst du wahrscheinlich alle öffnen. Sprich mit Emahid beim Dolotal-Lager, wenn du mehr wissen willst. Ich behalte das im Hinterkopf. Danke, Elias. Slate Ende. Ich will aber gerade gar nicht mehr wissen. Eigentlich will ich nur die Hauptstory weitermachen. Aber hier war ja noch was. Nee, halt. Nee, das will ich ja nicht. Ich will das andere. Hä? Naja, gut, das war auch da. Also von daher sollte das jetzt egal sein. Moment, ich muss in die Richtung. Oh, ihr Süßen seid auch wieder da. Oh, ihr seid so niedlich. Hat der sich gerade. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Die kraulen sich sogar. Das ist cool. Ach, da hinten sind. Sind Vögel. Okay, hier kommt nichts raus. Das wundert mich. Hier liegt sehr viel rum. Das wundert mich gerade auch. Alles voll. Hol dir die Ausrüstung. Ah, oi. Gleich das ganze Bataillon oder was? Wer das nochmal? So.
steht einer. Nicht haken! Irgendwo da oben ist einer. Oh, oh, oh. Ach, jetzt haut der auch noch ab. Alter. Was am schlimmsten ist, es war dieses Ding, das ist schon mal weg. Wo sind die anderen jetzt? Da sind noch welche drin. Ohohohoho. Alter! Das Viech war jetzt aber... Huh! Waren das jetzt alle? Ich hoffe mal. Oh! Oder was will auf mich schießen, sagen wir es mal so. Muss ich irgendwie nach oben? Ich hätte mal wieder neu gemacht, oder? Kann das sein? Ich glaube, die muss man treffen in dem Moment, wo die da oben rauskommen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Slade, du bist zu spät. Dreh ab, hörst du mich? Der General ist auf dem Weg. Ich gehe nirgendwo hin. Slade, Ende. Slade? Ich kenne dich. Du bist das Problem.
Du bist nicht echt. Du bist gestorben. Du kennst doch das Sprichwort. Was einen nicht umbringt, macht einen... Ja. Verdammt! Hallo? Nicht schon wieder. Früher haben Schurken einem noch Zeit für einen coolen Spruch gelassen. Commander Slay, worauf plädieren Sie? Nicht schuldig. Alle außer mir sind im Einsatz gefallen. Es ist nicht meine Schuld. Aber Sie waren für Ihr Überleben verantwortlich. Stattdessen haben Sie sie zurückgelassen und sind alleine geflohen. Es gab niemanden mehr zu retten außer euch. Auf der Erde. Und genau das habe ich getan. Die Jury befindet Sie in allen Punkten für schuldig. Das Urteil lautet Tod durch Erschießung. General, führen Sie den Deserteur ab. Ihr macht einen großen Fehler. Ich habe euch alle gerettet. Waffen hoch. Zielen. Du kannst nicht mal selbst den Abzug drücken, du Feigling, Jack. The Marion. Feuer! Das war... Ach du Scheiße. Jack Burham hat mich hingerichtet. Wie oft lasse ich mich von diesem Kerl noch töten? Dies ist mein Stolz und das ist mein Gewehr. Du kannst jetzt mit Y zwischen der Pistole und dem Gewehr wechseln. Das Gewehr verbraucht rotes Helium. Ah, okay. Ja, aber die gute Nachricht ist, wir leben in Anführungszeichen irgendwie noch. Und wir sind auf jeden Fall wieder da zurück, wo wir gestartet sind. Ich sollte mich allerdings mal heilen zwischendurch. Ja, dann würde ich sagen, ist das hier wohl der perfekte Zeitpunkt, um nochmal einen kleinen Cut zu machen. Das sollte zwar alles ein bisschen anders verlaufen, aber letztendlich bin ich doch froh, weil dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen Hintergrund, sage ich mal, der Story mit rausgefunden. Und ich denke, das ist gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt noch zwischendurch gemacht haben. Dann werden wir mal schauen, war das jetzt von der Hauptstory mit den, wo der uns hingeschickt hat, glaube ich, ne? Dann werden wir mal schauen, dass wir damit dann das nächste Mal weitermachen. Eventuell müssen wir auch mal gucken, dass wir unterwegs auch das Ding noch, ach nee, ich glaube, den haben wir sogar aktiviert. Ich glaube, wir konnten sogar zum nächsten Posten reisen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann wäre das Ganze natürlich noch ein bisschen schneller. Müssen wir mal in der nächsten Folge schauen. Ich weiß es nicht mal hundertprozentig. Okay, was muss ich tun? Nee, du musst nicht nachdenken. Ich bin mich gerade am Verabschieden. Red doch nicht immer dazwischen. Mann, Mann, Mann. Ja, also er hat keine Lust mehr. Deswegen sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ciao. Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!